Guten Morgen, ihr Bauern und Hof. Endlich gibt es auch wieder eine neue Folge. Morgen habe ich eine Überraschung für euch. Es kommen Stummenten, Flugenten zu uns. Wenn es euch interessiert, bleibt dran. Nach dem Intro erzähle ich euch mehr. Ja, Enten. Ich habe ja schon lange von Enten gesprochen. Eigentlich dachte ich immer, ich wollte das mal ausprobieren. Letztes Jahr schon so ein bisschen, dann hat sich das verlaufen und so. Jetzt ist es endlich soweit. Ich habe 40 Flugenten bestellt, Stummenten, 10 Erpel und 30 weibliche. Jetzt muss ich mich natürlich vorbereiten, weil morgen Abend kommen die schon an. Und ich habe auch schon ein bisschen was gemacht. Ich zeige es euch kurz. Ja, in diesen Stall kommen sie nachher. Ich habe jetzt frisch ausgemistet und jede Menge Gras gemacht, Gras gejätet geht ja nicht, aber gemäht habe ich und mit der Sense alles gemacht. Ich habe leider blöderweise mein Kameraständer vergessen, deswegen ist da kein Footage davon. Aber ihr seht das Resultat. Es ist natürlich schon wesentlich besser wie vorher. Die Idee ist jetzt nachts im Stall, tagsüber hier draußen. Das heißt, ich muss noch ein bisschen Zaun aufbauen, gucken, dass alles da ist. Einstreu in den Stall rein, Swimmingpool aufbauen und alles drum und dran, weil Enten brauchen jede Menge Wasser. Dafür habe ich natürlich in weißer Voraussicht auch gesorgt. Der ist voll, der da hinten ist voll. Ich habe hier noch einen dritten, der jetzt bald voll gemacht wird, beziehungsweise einen vierten. Ich bin gerade die letzten Wochen immer hin und her fahren am Wasser organisieren. Ich habe jetzt einen guten Landwirt Kollegen, der mir da hilft bei der ganzen Geschichte, der eine Quelle bei sich hat, und dann fahre ich immer mit meinen zwei IBC-Tanks, also immer 2000 Liter hin und her, und pump quasi um, legal und anständig, weil heutzutage ja jeder nicht aus dem Bach rausnehmen und bla 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 und Wassermangel, und es ist schon sehr dürr, das muss man auch dazu sagen, deswegen ist Wasser eine Top-Priorität bei mir dieses Jahr auf jeden Fall. Und ich bin froh, dass es geklappt hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben jetzt genug Wasser für Enten und für die Masthähnchen. Wenigstens bis September, Mitte September hoffe ich, dass es reicht. Und ich würde jetzt hier mal noch so ein bisschen machen. Ich bin jetzt gerade dabei, meinen Zaun aufzubauen. Und guck mal, wie wir das am blödsten machen. Ja, vor dem Zaun muss ich aber noch ein bisschen sensen, dass das grobe Gehackte alles wegkommt. Das mache ich jetzt noch. A few minutes later. So, jetzt habe ich hier mal den Zaun ausgelegt. So schaut's aus. Und jetzt will ich das quasi hier rum, so. Vor der Hecke wieder zurück. Das sind 50 Meter Zaun, so dass man hier quasi so ein bisschen den Swimmingpool aufbauen kann für die Enten, und Schatten ist hier. Genau, soweit der Plan. Das Problem, der Boden ist steinhart. Bin mal gespannt, ob ich die Spitzen reingerammt bekomme und dass es stehen bleibt. Und fertig ist das Gehege. Das ist doch jetzt ganz ordentlich geworden. Richtig schön groß. Hat Platz, hat Schatten. Da kann man einziehen. Jetzt ist aber so, wir haben ja hier unten die Eierabholung von den Hühnerfahrten. Und hier, wo ich jetzt draufstehe, ist Stein.
also Steinboden. Das heißt, hier mache ich dann den Swimmingpool hin, weil es halt relativ eben dann auch ist. Jetzt ist nur so, dass diese Fläche natürlich ein bisschen im Weg ist, dass man hier nicht mehr so reinlaufen kann, wie man das gewohnt ist. Das mache ich jetzt noch frei, mähen, aufräumen, sodass es hier einfach einen anständigen Eingang gibt. Und morgen oder nachher kommt dann noch Hanfeinstreu in den Stall rein. So schaut er bis jetzt aus. Ich habe es noch ein bisschen rausgefegt vorhin. Und dann werde ich mal sehen, wenn die 3 Wochen alt sind, wie groß die eigentlich sind und ob sie gleich raus dürfen oder ob sie erst 1-2 Wochen später raus dürfen. Das werden wir mal sehen. Da muss ich mich überraschen lassen. Und ja, jetzt mache ich erstmal hier, glaube ich, den Eingang fertig und ihr dürft mal wieder zugucken. Heute wird gearbeitet, nicht nur gelabert. Ja, es gibt halt immer mehr Müll wie Platz. Und jetzt ist hier aber auch der Eingang in Ordnung. Man kann hier bedenkenlos an den Enten vorbei und seine Eier holen. Das Gehege ist aufgebaut. Wie gesagt, morgen kommt jetzt noch Einstreu in den Stall, Getränke, also Tränke und Futternapf. Und dann können die Laubenten einziehen, die Stummenten. Und sich hier auslassen für die nächsten. So mit 3 Wochen bekomme ich sie. Es wird gesagt, mit 16 Wochen sind sie schlachtreif. Am besten nach der ersten Mauser. Das heißt in ungefähr 3 Monaten. Und ein bisschen länger wie 3 Monate. Genau. Wenn ihr es also nicht verpassen wollt, Kanal abonnieren, Like da lasst, die Glocke drücken. Würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Ihr seht, heute war viel Arbeit. Ihr habt gar nicht so viel mitbekommen. Aber es war ganz schön anstrengend. Und nicht vergessen, am Donnerstag geht unsere Crowdfunding-Kampagne los für reingeschmeckt Streuobstcider. www.startnext.de/cider oder Link unten in der Beschreibung. Wäre cool, wenn ihr mitmachen würdet. Letztes Jahr hat es ja schon ganz gut funktioniert. Dieses Jahr wird es bestimmt noch besser. Und mit eurer Hilfe kriegen wir das bestimmt hin. In diesem Sinne sage ich jetzt erstmal danke fürs Zuschauen. Bis bald, euer Dietmar, der Bau ohne Hof. Ich freue mich, die Enten kommen. Bleibt mit dabei und wir sehen uns. Bis bald. Ciao.